Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA Online. Und zwar sprechen wir heute mal wieder über das Glücksrad in GTA Online, denn da gibt es jetzt wieder zwei neue Fahrzeuge. Video geht los, viel Spaß dabei. Ja Leute, was geht ab? Heute geht es mal wieder um das Glücksrad in GTA Online, denn wie gesagt, dort gibt es eine wichtige Änderung, denn Rockstar Games hat vor kurzem zwei neue Fahrzeuge auf die sogenannte Podiumsliste gesetzt. Das bedeutet, insgesamt gibt es jetzt noch 7 neue Fahrzeuge, die in den nächsten 7 Wochen ins Casino kommen werden und die schauen wir uns heute nochmal genau an. Wenn dir dieses schnelle Info-Video heute auch gefällt, würde es mich auf jeden Fall mega freuen, wenn das Video mit deinen Freunden und Kollegen teilen würdest. Außerdem kannst du natürlich gerne kostenlos diesen Kanal hier abonnieren für die regelmäßigen Info-Videos rund um GTA, GTA 5 und GTA 5 Online. Jetzt würde ich aber auch sagen, fangen wir mal mit dem eigentlichen Video an. Und zu Beginn gibt es mal direkt die zwei neuen Fahrzeuge. Denn am 2. Juli hat der Insider Testfan wieder etwas Neues auf Twitter gepostet. Denn einmal wurde als ein Apartment-Transfer-Glitch gebadged und, das eigentlich Wichtige für uns, es wurden zwei neue Fahrzeuge auf die Casino-Podiumsliste gesetzt. Die beiden neuen Fahrzeuge sind der GP1 und der Sugoi. Beide Fahrzeuge schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Vorher möchte ich aber für die Zuschauer, die nicht wissen, was die Podiumsliste ist, erstmal etwas Licht ins Dunkle bringt. Denn ihr wisst ja, jeden Donnerstag gibt es eine neue Eventwoche in GTA Online und in dieser neuen Eventwoche gibt es dann halt auch immer ein neues Fahrzeug im Casino am Glücksrad. Und all diese Fahrzeuge, die mal irgendwann am Glücksrad erscheinen werden, die stehen auf einer Liste, auf der sogenannten Podiumsliste. Und diese Liste kann halt der Leaker Testfan abrufen und dann postet er mal auf Twitter, wenn es da irgendwelche Updates gibt oder wenn es da neue Fahrzeuge gibt. Nachdem wir das jetzt geklärt haben, schauen wir uns mal die Autos im Detail an. Und der erste Wagen ist, wie gesagt, der GP1. Das ist ein Supersportwagen aus dem Hause Progen und normalerweise kostet er 1,26 Millionen Dollar und hat Platz für 2 Leute. Performance-technisch ist die Karre jetzt leider nicht so super krass, ist es jetzt natürlich auch kein Traktor oder sowas, aber für Rennen kann ich den euch tatsächlich nicht empfehlen. Falls ihr aber Tuning-Freunde seid, dann werdet ihr diesen Wagen auf jeden Fall feiern oder falls ihr auch Freunde vom McLaren F1 seid, denn dieser Wagen basiert auf dem McLaren F1. Ja, aber wie gesagt, tuningmäßig kann man aus der Karre wieder ein bisschen mehr rausholen. Das ist ja bei den meisten Supersportwagen so, dass man da eigentlich gar nicht viel machen kann. Aber bei dem GP1 ist das auf jeden Fall ein bisschen anders. Da kannst du auf jeden Fall was Cooles draus machen. Generell kann man natürlich bei allen kostenlosen Fahrzeugen vom Podium sagen, die sind geil alleine schon, weil sie kostenlos sind. Aber wie gesagt, es ist jetzt kein Rennwagen, aber für den freien Modus wirst du mit der Karre auf jeden Fall zufrieden sein. Und der zweite Wagen fürs Podium ist dann der Dinka Sugoi. Das ist ein Sportwagen für 4 Personen und normalerweise kostet dieser Wagen 1,224 Millionen Dollar. Übrigens, so lange gibt es den Wagen noch gar nicht im Spiel, um genauer zu sein, erst seit dem 13. Februar 2020 und in echt basiert dieser Wagen übrigens auf dem Honda Civic Type R F8 und 1,2 Millionen Dollar für einen Civic geht auch nur in Los Santos. Aber Glück für uns, denn wir bekommen ihn ja wie gesagt kostenlos am Glücksrad. Aber jetzt mal zu der geilen Sache an dieser Karre, denn das ist das Tuning. Jetzt kommen wir aber mal zum wirklich geilen an dieser Karre. Das ist nämlich das Tuning und das ist bei diesem Wagen wirklich Motto. Du kannst an diesem Wagen nämlich wirklich so enorm viel dran tunen, wie es bei den wenigsten Fahrzeugen in GTA Online der Fall ist. Du kannst ihn wirklich perfekt an deinen Geschmack anpassen. Zur Performance muss man halt wieder sagen, es ist ein absoluter Durchschnittswagen, aber wenn du einfach mal das Tuning im Hinterkopf behältst, ist es wirklich absolute Oberklasse. Man muss aber auch sagen, man holt sich diesen Wagen nicht für die Performance, sondern wirklich definitiv fürs Tuning. Und wenn der Wagen dann endlich auf dem Podium steht, werden wir den hoffentlich auch schon ziemlich nice von Rockstar getuned bekommen. Jetzt kommen wir dann aber nochmal zu dem Rest der Liste, denn wir bekommen ja noch 5 weitere Fahrzeuge, die auf der Liste stehen. Das sind nämlich einmal der Wagner, dann der Komoda, dann das Apocalypse Death Bike, der VSTR und der S80RR. Aber hier sehen wir auch noch einen Post von Testfan, denn dazu hat er noch ein bisschen was gesagt zu diesem Fahrzeug. Denn einerseits stand zum Beispiel der Komoda schon auf der Podiumsliste. Das bedeutet, den konnten wir schon im Casino am Glücksrad drehen. Das bedeutet, vielleicht handelt es sich hier um einen Re-Release. Aber was sich da Rockstar Games genau bei gedacht hat, wissen wir noch nicht. Beim VSTR ist es auch so eine Sache, der ist nämlich schon sehr lange auf der Liste, nämlich seit Dezember 2019. Aber noch schlimmer ist dann der S80RR. Der ist nämlich seit dem Casino-Update 2019 auf der Liste. Und das kam am 23. Juli 2019 raus, also seit fast einem Jahr ist der Wagen auf der Liste und ist immer noch nicht am Podium erschienen. Die Frage ist jetzt natürlich, ob wir ihn überhaupt bekommen. Ich hatte schon mal eine Theorie aufgestellt, dass wir den vielleicht zum einjährigen Bestehen des Casinos bekommen werden, aber wie gesagt, das ist nur eine Theorie, das ist nichts Bestätigtes, das habe ich mir einfach nur mal so ausgedacht. Kann also gut sein, kann aber auch sein, dass wir den irgendwann anders bekommen oder auch vielleicht nie, aber dann müsste Rockstar Games den auch eigentlich von der Liste löschen. Eine weitere mögliche Frage wäre, die ihr euch vielleicht stellt, wann
wann kommen die Fahrzeuge raus, beziehungsweise in welcher Reihenfolge werden sie erscheinen? Und das ist einfach zu beantworten, wir wissen es nicht. Ganz einfach. Also da kann man jetzt auch keine Theorien aufstellen. Wir wissen es einfach nicht, wir müssen uns überraschen lassen. Also, alles in allem, 7 Fahrzeuge gibt es momentan noch auf dieser Casino-Podiumsliste und jeden Donnerstag werden wir ein neues Fahrzeug bekommen. Das bedeutet, diese Liste ist dann am 20. August 2020 zu Ende, also fast schon Anfang September. Und es gab ja auch mal Gerüchte, dass das neue DLC erst erscheinen wird, wenn diese Liste zu Ende sein wird. Ich habe zum Beispiel auch diese Theorie unterstützt, beziehungsweise ich habe sie in vielen Videos angesprochen, aber da muss ich mittlerweile sagen, ich kann mir das nicht mehr so vorstellen, dass wir bis zum 20. August 2020 auf ein Sommer-DLC warten müssen. Ich meine, Ende August, da ist der Sommer ja schon fast zu Ende. Das bedeutet, wahrscheinlich wird das GTA Online-DLC irgendwann im Juli erscheinen, aber auch hier muss man zu sagen, das ist nur eine Vermutung. Das basiert nämlich darauf, dass in den letzten 2 Jahren auch immer das neue DLC für den Sommer Ende Juli erschienen ist. Das Casino-DLC zum Beispiel, das war das Sommer-DLC 2019, das kam am 23. Juli 2019 und das Sommer-DLC davor, das ist am 24. Juli 2018 erschienen, also denke ich, dieses Jahr wird es auch wieder so sein, Ende Juli wird es vielleicht ein neues GTA Online-DLC geben, aber auch hier gilt, offiziell ist diese Information nicht, es ist nur eine Vermutung meinerseits. Sollte es aber offizielle Informationen geben, dann wirst du diese hier auf jeden Fall auf dem Kanal als erstes erfahren und deswegen kann ich dir auch ein Abo für diesen Kanal wärmstens ans Herz legen, aber ich meine, das sagt ja jeder YouTuber, dass man ihn abonnieren soll, weil das so toll ist. Aber ich bin wirklich toll. Ich bin nicht so wie die anderen. Ja, bestimmt. Okay, gut, das war's jetzt aber auch hier mit dem Video. Wenn dir das Video gefallen hat, weißt du, was du damit tun kannst. Daumen nach oben, den ganzen 0815-Scheiß, den irgendwie jeder YouTuber am Ende sagt. Und ich würde sagen, bis wir uns wiedersehen, wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.